Hi, hier ist euer Christian Bischoff und in diesem Video besprechen wir drei Schritte, wie du 2019 deine Ziele erreichst. Es ist ja gerade die Weihnachtszeit. Zwischen Weihnachten und Neujahr setzt sich jeder hin und schreibt seine Ziele auf oder hat Vorsätze, und das ist genau der große Fehler bei den allermeisten Menschen. Der Neujahrstag ist die größte Selbstdesillusionierung, die die meisten Menschen machen, weil sie nehmen sich etwas vor, was dann genau 2 Wochen funktioniert, danach haben sie es vergessen. Zum Beispiel, ich melde mich im Fitnessstudio an und nach 2, 3 Wochen trainieren sie nicht mehr. Wenn du deine Ziele wirklich dir richtig setzen möchtest und erreichen willst, mach bitte 3 Schritte. Schritt Nummer 1, finde deine wahren Ziele. Was für dich stimmig ist. Schließ bitte einmal deine Augen und jetzt denk an ein Ziel, das du nächstes Jahr erreichen möchtest, wie zum Beispiel 20 Kilo abnehmen. Das ist jetzt ein Beispiel. Und sprich dieses Ziel einmal laut innerlich aus und achte auf das Gefühl, das du danach in deinem Körper bekommst. Wenn du so deine Ziele einmal testest, wirst du merken, wenn dein Körper innerlich, dass deine Intuition positiv reagiert, du merkst, dein Körper geht auf, du hast so eine positive Grundstimmung, dann hast du ein Ziel, das wirklich dir entspricht. Wenn du das Ziel innerlich sagst, wie zum Beispiel, ich möchte finanziell frei werden, ich möchte 20 Kilo abnehmen, ich möchte eine Weltreise machen und dein Körper zieht sich so innerlich zusammen, dann weißt du, du bist wahrscheinlich auf dem falschen Weg und verfolgst etwas, was du von der Gesellschaft oder anderen Menschen gehört hast, aber was nicht wirklich dein Ziel ist. Also finde jetzt zwischen den Jahren 1, 2, maximal 3 Ziele, wo du wirklich merkst, da geht dein Körper, da geht deine Emotionen auf, da fühlst du dich gut, das ist dein Ding. Dann Schritt Nummer 2, mach einen klaren Plan. Wann willst du wo sein? Wir hatten in den letzten 3 Seminaren einen Seminarteilnehmer, Hamuda. Hamuda hat an seinem höchsten Punkt, bildlich gesprochen, 205 Kilo gewogen. Und er war auf meinem Seminar und hat sich das Ziel gesetzt, im Oktober war das, er möchte 20 Kilo abnehmen. Und jetzt Anfang Dezember, vor 2 Wochen, war er auf dem nächsten Seminar und er hat von Oktober bis Dezember diese 20 Kilo abgenommen. Mittlerweile ist Hamuda bei 175 Kilo. Und dann hat er gesagt, Ende 2019 möchte ich bei 95 Kilo sein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Hamuda, 80 Kilo in 12 Monaten, das ist wahrscheinlich zu viel und zu schnell. Brich dein Ziel in klare Zwischenziele runter und lass dir Zeit dabei. Letzte Woche hat er es auf Instagram gepostet, vielleicht hast du es in meiner Story gesehen. Zwar ist jetzt sein Plan, Ende März ist er bei 150, ich glaube Ende Juni ist er bei 130, Ende Oktober und so weiter geht das dann und Ende April 2020 ist er bei 95 Kilo. Ist es für einen Menschen, der die absolute Motivation hat, ein realistisches Ziel? Ja. Und das ist auch für dein Ziel wichtig. Brich dein Ziel runter in klare Zwischenschritte. Wann möchtest du wo sein? Und dann kommt Schritt Nummer 3. Du brauchst ein absolutes Commitment. Du musst wissen, und das ist der Unterschied zwischen all den Menschen, Millionen Menschen, die sich jetzt wieder Vorsätze vornehmen, die ihre Ziele aufschreiben, und den ganz wenigen, die es dann wirklich schaffen. Der Unterschied ist, die es schaffen, sagen in dem Moment, wo sie sich das Ziel setzen, zu sich selbst: Ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Das ist der ganz einfache Unterschied, weil die meisten Menschen wünschen, die nehmen sich in der Euphorie etwas vor, aber die sind nicht bereit, wirklich diesen Preis zu zahlen. So, jetzt haben wir hinter uns ein paar Spaziergänger, die können das vielleicht auch hören, Preis bezahlen. Sagst du zu dir, ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, um dahin zu kommen, also jeden Schmerz auf mich zu nehmen, durch jede Angst zu gehen, durch jede Zweifel, wenn mein Umfeld oder meine Eltern sagen, nee, das darfst du nicht machen, wenn ich Rückschläge habe, wenn ich Niederlagen habe, dieses Commitment musst du am Anfang treffen, dass wenn die schwierigen Zeiten kommen, du auch sagst, ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, um dahin zu kommen. Und deswegen ist das Beste, setz dir nur ein Ziel, mach einen klaren Plan und sag einmal laut zu dir, ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, den es zu zahlen gibt, um dahin zu kommen. Du kannst das mit 2 Zielen machen, maximal mit 3. Und dann wird es auch schon zu viel, weil dein System ist überfordert. Deswegen haben Menschen, die Großes erreichen, meistens ein ganz, ganz großes Oberziel, das sie mit diesen 3 Schritten verfolgen. Also, prüf die Ziele,
Setz dir Ziele, die wirklich deine sind. Fühl in dich rein. Wenn du was ganz Großes aufbauen willst, nimm ein dominantes Ziel. Zweitens, mach einen klaren Plan. Brich es runter. Wann möchtest du wo sein? Häng dir den Plan irgendwo auf. Hamuda hat seinen Plan an seinem Schreibtisch hängen, wo er ganz genau sieht, wann will er wie viel Kilo wiegen. Und drittens, vielleicht magst du mir den Satz einmal nachsprechen, das Commitment. Ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, egal was passiert. Weil auf dem Weg zu deinem Ziel, es gibt immer Rückschläge, es gibt eine Kehrseite. Du hast bei einem Ziel nicht nur Positives, auch Negatives. Bist du bereit, auch das Negative zu akzeptieren? Und genau diesen Preis wollen die allermeisten Menschen nicht zahlen. Schreib mir in die Kommentare, was ist dein Ziel, was sind deine Zwischenziele. Ich beantworte deine Kommentare, schreib vielleicht den Satz, ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, den ich zahlen muss. Und ich wünsche dir ein gutes, erfolgreiches Jahr 2019. Alles, alles Gute, wir sehen uns im neuen Jahr und denk dran, wenn du dich nicht aufhältst, kann dich nichts und niemand aufhalten.